Rais Männer waren vor mir beim ersten GRE-Paket. Wie sind die Mistkerle da so schnell hingekommen? Ich bin gerannt wie ein Irrer und trotzdem waren sie zuerst da. Zum Glück gab es zwei Abwürfe, also habe ich noch eine Chance. Ich muss vor ihnen dort sein. Ja, ein allerherzlichstes Willkommen zurück bei Folge 5 von Dying Light. Zuvor hatten wir die Airdrops versucht zu looten. Beim letzten Airdrop hatten wir ja das Glück, es war noch alles vorhanden, mussten es aber wegen unserer Zentrale zerstören. Wir sind stehen geblieben bei diesen abartigen Zombies, die uns dann plötzlich in der Nacht heimgesucht haben. Und bin natürlich auch gestorben, wie man in der letzten Folge gesehen hat. Lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie wir das überleben werden, aber irgendwie werden wir. Scheiße. Das ist kein guter Anfang. Gleich eine Hetzjagd. Na gut, 240 Meter. Überall hört man diese Monster, ey. Jetzt hat's... Alles klar, jetzt sehen wir... Wie sie... Okay, Verfolger abgehängt. Okay. Jetzt haben wir rechts oben auf unserem Radar. Wow. Alter Schwede. Wenn wir nur diese übermächtigen Zombies herumlaufen. Da kommt schon der nächste Kumpel. Oh shit. Hinter uns. Das ist schon heftig. Mitten in der Nacht, nur mit Taschenlampe ausgerüstet. Geschafft. Spielen während der Nacht. Während der Nacht erhalten Sie doppelt so viele Punkte für Wendigkeit und Kraft. Wenn Sie eine Nacht außerhalb von Sicherheitszonen überleben, erhalten Sie als Belohnung Überlebensrangpunkte. Wenn Sie während der Nacht einer Verfolgung entkommen, erhalten Sie zusätzliche Wendigkeitspunkte. Gut zu wissen, kein Wunder. Die Viecher sind echt, echt heftig. So. Wir sind endlich zu Hause. Kann man auch direkt mal die Taschenlampe ausknipsen. Hallo Jungs. Nee. In einer Welt wie dieser kannst du niemandem trauen. Hallo. Das interessiert mich, oder? Toller Wachposten. Ich hab's heil zurückgeschafft. Jetzt weiß ich, wie Bracken sich bei seinem nächtlichen Ausflug gefühlt haben muss. Das ist kein Kindergeburtstag. Ich muss mich bei ihm melden und ihm sagen, dass ich kein Antizin habe. Alle zu belügen ist ein verdammter Mist. Aber ich weiß, dass der GRE das Wohl der Allgemeinheit im Sinn hat. Ja, ich bin ein Dreckskerl. Handeln. Ja, sau cool.
Ach so, das sind seine Sachen. Verkaufen. Ah ja, super. Ja, schön. Wunderbar. Haben Sie Geld verdient? Sieht's denn aus? Was haben wir denn noch? Genau. Ein Fleischwolf. Das ist auch das wichtigste Tool. Und auch, sag ich mal, wirklich, oder? Die beste Nahkampfwaffe, die ich bis jetzt gefunden habe. Also echt. Ja, wir brauchen Antizin. Aber von Reis kaufen? Das kann doch nicht dein Ernst Okay, sein. Mann, ich gehe hin. Ich habe keine Angst. Auf keinen Fall. Das Thema ist Ist es durch. nicht. Du hast einfach entschieden, dass Ich ich. gehe. Ist das dein Ernst? Tja, dieser Rais hat mich noch nie persönlich gesehen. Ein Neuanfang, okay? Könnt ihr mich mit Crane bitte mal alleine lassen? Willst du das wirklich tun? Irgendjemand muss ja, oder? Da hast du wohl recht. Also, wir haben hier Rays Basis. Finde raus, was das Zeug kostet und komm heil zurück. Ich glaube, ich mache mir langsam echt gute Freunde hier. Wenn die wüssten. Eie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 
Das wird lustig. Da kann man einkaufen. Was mit ihm hier? Hi. Na? Oder Laptop? Mach kein Geräusch. Das lockt die Monster an. Rain, hörst du mich? Jade? Ja, ich höre. Stimmt was nicht? Nein, nur... Hör zu. Was du tust, ist sehr mutig. Ich weiß, du tust es, weil du dich wegen Amirs Tod schuldig fühlst. Ich tue es, weil es unsere einzige Option ist. Wir brauchen Rais Antizin, sonst werden Menschen sterben. Das ist wahr. Amir und ich lernten uns direkt nach dem Ausbruch kennen. Offen dann. Offen. Er war der beste, anständigste Mann, den ich je getroffen habe. Aber ich gebe dir keine Schuld an seinem Tod. Er war sich des Risikos bewusst. Und Crane, danke für alles, was du für uns tust. Ich... Lass uns in Ruhe reden, wenn ich mit dem Antizin zurück bin. Einverstanden. Pass auf dich auf. In Ruhe reden. Jo. So, Fertigkeitspunkte. Sehr schön. Überlebensrang. Können wir wieder eins weiter. Sterne des Schmerzens. Lernen Sie, Wurfsterne herzustellen, die die folgenden drei zusätzliche Effekte haben. Lähmung, Feuer, Explosion. Oh, oh. Oder... Falschen Sie besser, Ladenpreise sinken um 10%. Oh, das hört sich gut an. Wir wollen uns ja mal richtig coole Sachen kaufen. So. Und wie ich gesehen habe, haben wir noch eine Kraftstufe. Da hätten wir einmal die Panzerhaut. Je fitter Sie werden, desto mehr Schaden können Sie absolvieren. Und Nahkampfwurf. Werfen Sie eine beliebige Nahkampfwaffe auf Gegner, um massiven Schaden zu verursachen. Ich bin nicht so der Nahkampf. Mehrfachwurf. Nee, dann lieber Panzerhaut. So. Wollen wir uns mal in der Nacht wieder raustrauen? So, wo müssen wir denn hin? 500 Meter, einen halben Kilometer. Das kann was werden, ey. Airdrop. Wollten wir uns aber eigentlich jetzt nicht kümmern. Oh, da ist wieder einer. Nicht schlecht.
Dreh dich nicht nach rechts, Kumpel. Oh, er dreht sich nach rechts. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Denn hier? Ach nein. Ist auch cool. Bauen wir uns auch gleich mal in Ruhe auch noch an. Was das genau ist. Ein bisschen von Arsch, hier steht die Tür offen. Oh, 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 da kommt einer. Schöne Badewanne. Washing powder. Hier gibt's nichts mehr. Die Sonne geht wieder auf, ist das schön. Das ist richtig schön. Und wir basteln uns hier, glaube ich, wieder einen wunderbaren Safe-Punkt. Irgendwo ist ja noch ein Stromkasten, oder? Es ist die Tür. Ah, okay. Sicherheitszone freigeschaltet. Sehr, sehr geil.
So, jetzt haben wir nämlich auch hier automatisch ein Spielerversteck, wo ich glaube gerade festgestellt habe, wenn ich hier was reinlege, kann ich da sogar im Turm drauf zugreifen, denn ich hatte ja in dieses eine Versteck Sachen abgelegt und im Turm waren dann plötzlich Sachen in diesem Versteck drin. Also ich glaube, das ist so ein globales Inventar, ist ganz lustig. So, aber nichtsdestotrotz, wir sollten uns auf den Weg machen. Sind auch diese heftigen Zombies nicht mehr unterwegs. Oh, Polizei, das ist cool. Mal in Polizeiautos. Oh. Oh, shitty, wo kommt denn der her, der Kumpel? Ja, du hast Probleme, oder? Junge, was ist los? Moment. Wendigkeitsstufe, sehr schön. Dropkick. Schlagen Sie Feinde mit einem Dropkick im Rennen nieder. Okay. Drücken Sie, während Sie rennen, zum Springen Leertaste und drücken Sie dann in der Luft E. Überspringen. Springen Sie über Gegner hinweg, drücken Sie zum Überspringen Leertaste, während Sie auf den Gegner zurennen. Hört sich gut an. Oder nutzen Sie die Bewegungen angreifender Feinde, um sie herumzuschleudern. Ah, okay, das war die Geschichte. Also ich finde das eigentlich über Gegnerinnen noch besser eigentlich. Okay, das ist vielleicht nicht so die beste Idee. Ich glaube, wir zischen mal kurz ab. Diese Riesenviecher, die sind echt nicht mit zu spaßen. Echt heftig, diese Viecher. So, also jetzt halt müssen wir noch Strom einschalten. Ja. Yippie-yay, Schweinebacke. Und wir haben wieder eine wunderbare Sicherheitszone mit Spielerversteck und Bettchen. Ist das nicht schön? So. So, uns fehlt auf jeden Fall irgendwas zum Hochheilen. Haben wir... die Möglichkeit... Jawohl, wir haben die Möglichkeit, wir können ein Medikit basteln. Das ist sehr, sehr geil. Und jetzt hatten wir das auch.
nutzen. 125 HP, das hört sich doch wunderbar an. So, bringen Sie das Paket zum Quartiermeister und stellen Sie sich bei Rice vor. Sehr, sehr gerne. Nüsse. Lecker. Nichts da. So. 220 Meter, das geht doch. Oh. Ich würde ja gerne das Schloss knacken, aber hier sind ein bisschen zu viele Zombies gerade. Was war das? War hier etwas ruhig? Yes! Poliska! Handschellen! Ich will die Handschellen! Hallo? Was haben wir denn jetzt bekommen? Oh, ein wunderschöner Hammer! Den nehmen wir doch gleich mal. Da! Irgendwie werde ich die ganze Zeit abgelenkt durch irgendwelche schönen... Durch irgendwelche schönen Sachen hier, die man erledigen kann. 100 Meter. Okay, Raim, bin hier. Sie müssen dich sehen und wissen, wer du bist. Schleich dich nicht an sie ran. Sonst fängst du dir noch eine Kugel ein. Dann wünsch mir Glück. Viel Glück, Bruder. Du wirst es brauchen. Nicht schießen! Was willst du hier, du Scheißkerl? Ich will Raim sprechen. Bracken schickt mich. Brecken? Das Arschloch vom Turm? Na gut, was will der Kerl denn? Es geht um ein Geschäft. Was für ein Geschäft? Das geht nur Raiz was an. Nicht seine Handlanger. Na gut, lass ihn durch. Das wird bestimmt lustig. Okay. Tor öffnen bitte. Nein? Okay. Dachte ich mir fast. Oh. Hallo. Welcome, friends. Oh. Okay. Jo, so lang geht's hier. Muss ich in das Gebäude? Oh, scheiße. Ich hab mir wohl irgendwie den falschen Weg ausgesucht. Ja, und nun? Hey Kumpel. Starkes Outfit. Oh, irgendwie geht eine Uhr falsch. Jungs, wo komme ich jetzt verflucht nochmal hier rein? Ihr wollt mich doch versickeln, oder?
Da, klopfen. Wie lange sind wir schon Freunde, Osma? Wir sind schon sehr lange Freunde. Deshalb bin ich auch so überrascht, dass du mich bestiehlst. Sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Und jetzt hast du die Wahl. Einfach die rechte Hand oder die linke. Links. Die rechte. Von mir oder von dir aus gesehen? Du siehst wie einer vom Turm aus. Was willst du? Ich bin geschäftlich hier. Geschäftlich? Antizin natürlich. Schwere Zeiten. Und was kriege ich dafür? Deine Dienste? Deine Treue? Vielleicht sollte ich beides nehmen. Sprich mit Karim. Er gehört zu uns. Tu, was er sagt. Dann gibt Reis deinen Leuten vielleicht etwas Antizin. Verstanden? Hab wohl keine Wahl. Gut erkannt. Sehr, sehr hübsch. Ja, hübsch. Vom Händchen. Hallo. Ich habe auf jeden Fall mal ein richtig geiles Outfit. Oh Mann. Und so eine Waffe. Und so eine. Ich bin. Oder vielleicht ein. Swammann. Okay. Also gehen wir mal rein. Schwätzen noch eine Runde. Ich habe Rais getroffen. Jade hat recht. Rass ein Psychopath. Außerdem ist er der abtrünnige GRE-Agent. Jetzt muss ich mit diesem Mistkerl kooperieren. Wegen der Mission. Und weil er jede Menge Antizin gebunkert hat. Dieser scheiß Virus. In der Tat ein scheiß Virus. So. Da bist du ja. Reis sagte, du würdest kommen. Ich bin Karim. Crane. Ein Amerikaner. Hab einen Onkel dort. Lebt in Texas. Kommst du aus Texas? Bist du ein Cowboy? Aus Chicago. Okay, Al Capone. Wir bleiben per Funk ständig in Verbindung. So weiß ich, dass du auch da ankommst, wo du hin sollst. Und wo genau ist das? Du wirst auf Antennenmasten steigen, um Kurzwellenregler einzuschalten. Die meisten meiner Männer sind zu lahm, zu fett oder zu besoffen, um so eine Aktion lebend zu überstehen. Wenn ich das mache, kriege ich das Antizin? Das liegt ganz bei Reis. Ich kann nicht für ihn sprechen. Vermaß es nicht. Er mag es nämlich nicht, wenn man ihn enttäuscht. Okay. Pakt mit Reis. Kontaktieren Sie Gray. Okay, das hört sich doch alles ganz gut an. Wie siehst du aus? Junge, 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 Junge. Alles kleine Terroristen hier. So. Ich habe einen Typen namens Karim getroffen. Er ist sowas wie Rais Haushofmeister, sein oberster Handlanger. Karim hat mir den Auftrag erteilt, ein paar Antennen für Rais zu reparieren. Es gibt doch nichts Besseres, als den Laufburschen zu spielen. Was ich wahrscheinlich auch noch nicht gesagt habe, ich finde diese Musik ewig geil. Erinnert mich alle so ein bisschen an Afghanistan. Okay. Dann der Ausgang. Hätte ich auch gesagt, hier mit unserem Kumpel, der so cool aussieht. Machen wir an der Stelle Schluss für diese Folge.
Wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Danke fürs Anschauen und nicht vergessen, mein YouTube-Channel auch noch ein paar Abonnenten. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn euch gefällt, was ihr seht. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.